Hallo und willkommen bei Corelixi. Wir sind Jo und Diane und heute mit einem Wunschthema von euch. Und zwar hat sich jemand gewünscht, dass wir die Top 5 zu Anthos Krustenanemonen einmal vorstellen. Und ja, das machen wir hiermit. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, Zoanthos sind generell sehr beliebte Pfleglinge im Aquarium. Einerseits, weil sie so eine tolle Farbe haben und vor allen Dingen, weil sie auch so ein bisschen, glaube ich, die Sammlerleidenschaft in einigen wecken. Dadurch, dass es eben so viele verschiedene Farben gibt und man die auch sehr gut dicht aneinander setzen kann. Ja, und auch irgendwie, was man immer noch reinsetzen kann. Ne? Man hat auch irgendwie immer noch Platz für so eine Zoanthos, passt irgendwie immer noch rein. Gerade für so kleine Aquarien halt, jetzt Nano-Aquarien oder so, sind die eigentlich perfekt. So ein paar wichtige Sachen zur Pflege. Also eigentlich sind die ja wirklich sehr pflegeleicht. Also sie kommen sehr gut auch mit wenig Licht zurecht, aber einige Arten auch sehr gut mit viel Licht zurecht. Und das ist so ein bisschen, man kann es so ein bisschen vielleicht auch beobachten, je nachdem, wie sich so eine Zoanthos an dem Standort dann verhält. Also wenn die zum Beispiel sehr lang werden und sehr, sehr lange Hälse, sage ich mal, bekommen, dann ist es vielleicht ein bisschen zu dunkel, dann möchte sie vielleicht ein bisschen mehr Licht haben. Wenn die Zoanthos sich aber öfters verschließt, also gerade im Tagesverlauf, in der Beleuchtungsphase irgendwie mittags zum Beispiel dann schon verschließt, kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Licht ist und du müsstest dann die Zoanthos vielleicht mal ein bisschen tiefer platzieren oder ein bisschen an der Seite mehr. Die mögen vor allem blaulastiges Licht. Ja. Also sind super Tiere, wenn man eben LED-Beleuchtung hat, auch super farbig. Genau, also sehen zumal uns, da auch die Farbe nochmal so richtig zur Geltung kommt. Ne? Und genau, sehen unter LED viel besser aus als unter T5 beispielsweise. Also die sind dafür echt perfekt. Ein bisschen gucken sollte man vielleicht mit dem restlichen Besatz. Es gibt so ein paar Riffbewohner, die auch gerne an Zoanthos knabbern. Dazu gehören zum Beispiel so Tankpfeilenfische, können da mal ganz, ganz gerne rangehen. So auch so ein paar Garnelen können, da sind da mal so in Verruf, dass sie da auch rangehen können. Also alles, was auch so Glasrosen frisst zum Beispiel. Na, immer kann. Also es muss nicht, ist wie bei den Fallenfischen. Also gerade bei den Fallenfischen ist es immer so ein bisschen so charakterabhängig oder jetzt von dem einzelnen Tier halt eben abhängig, ob die da rangehen. Und vor allem, wenn die Langeweile haben, also wenn die zum Beispiel zu wenig Futter bekommen oder jetzt gerade bei Tangfallenfischen, ist es eigentlich immer gut, wenn man die paarweise hält. Dann wird denen weniger langweilig und dann kommen die nicht auf dumme Gedanken an anderen Sachen irgendwie rumzuknabbern. Ja, ansonsten kann man die Zoanthos auch wirklich wunderbar dicht aneinander platzieren. Also die vernesseln sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig. Was auch ganz beliebt ist, sind auch wie so Mixed Rocks, also Mixsteine, wo verschiedene Zoanthos halt nebeneinander sitzen. Und es sieht wirklich aus wie so ein Blumenfeld. Also sie haben ja auch so ein blumiges Aussehen irgendwie. Das macht sich auch ganz toll. Kann natürlich sein, dass mit der Zeit eine Zoanthos sich mehr durchsetzt als eine andere. Dauert aber in der Regel schon sehr lange, also bis das so ist. Du kannst wirklich sehr lange auch eine große Freude an so einem Mixstein haben. Was vielleicht ganz schön ist, ist da, wenn der Mixstein jetzt noch nicht so komplett zu ist, sondern vielleicht eben auch noch ein bisschen Platz ist zum Wachsen der Arten, aber das ist wirklich ganz schön. Vielleicht eine Sache, die ganz wichtig wäre noch zu sagen, ist diese Frage mit der Giftigkeit. Vielen ist es vielleicht schon bekannt, dass Krustenanemonen eben giftig sein können. Wobei man sagen muss, da sollte man so ein bisschen unterscheiden zwischen Zoanthos und Palitoa. Also Palitoa sind ja auch gehören auch zu den Krustenanemonen. Wir haben hier einmal die Palitoa grandis. Man kann die Palitoa von den Zoanthos unterscheiden anhand der Tentakelspitzen. Also die Palitoa haben immer so spitz zulaufende Tentakel und die Zoanthos eher so abgerundete Tentakel. Und bei den Zoanthos, es gibt da unterschiedliche Theorien mit der Giftigkeit. Es gibt die Theorie zum Beispiel, dass sie dieses Gift auch nur ausbilden, zum Beispiel wenn Fraßfeinde da sind, als Fraßschutz sozusagen das ausgebildet wird und dass zum Beispiel Zoanthos, die jetzt in Aquakultur wachsen, dieses Gift nicht mehr ausbilden. Es gibt die Theorie, dass nur Palitoa giftig sind, Zoanthos aber nicht. Generell würden wir empfehlen, immer lieber ein bisschen vorsichtig sein im Handling, als, sage ich mal, ne, als dass irgendwie was passiert. Man muss dazu sagen, dass halt eben das Problem mit der Giftigkeit ist eigentlich nur, wenn ich die Tiere irgendwie handle, also aus dem Wasser rausnehme. Also es sind vor allem halt die Aerosole, also das heißt also Luft-Wasser-Gemisch. Wenn man die fragmentiert, wenn man die abschrubbt, wenn man die irgendwie vom Aquarium oder ins Aquarium einsetzt oder so, da sollte man halt eben aufpassen, dass man jetzt den Schleim nicht an den Fingern hat und sich danach ins Gesicht fässt oder eben beim Fragmentieren, dass da halt eben keine Spritzer irgendwie in die Augen gelangen oder so. Also das ist eigentlich immer das Problem mit den Zoanthos. Genau, also im normalen Handling würde ich mir auch nicht allzu große Sorgen machen. Also wir selber haben auch keine Probleme gehabt und haben ja schon wirklich total viel fragmentiert. Also wir sind immer vorsichtig, wir haben immer Schutzbrille auf und
Je nachdem, wie viel Zoanthos man fragmentiert oder gerade Palitoa. Wenn man da große Kolonien hat, dann kippen wir zum Beispiel auch mal die Fenster und machen eben auf Durchzug und haben teilweise eben auch Atemschutz und Handschuhe. Ja. Also gerade bei den Palitoa würde ich auch, da, wenn man damit romantiert, auch lieber sehr konservativ sein, sage ich mal, und eher mehr Schutz als zu wenig. Ich finde, die sehen halt auch irgendwie giftiger aus als die normalen Zoanthos. Also wir kennen auch einen Fall aus einem öffentlichen Schauaquarium, die hatten eben extra so ein Blaulichtbecken, wo ganz viele Palitoas drin waren, weil die natürlich unter Blaulicht echt cool aussehen. Und die wollten das Becken umgestalten und dann waren da vier Tierpfleger mit beschäftigt, dieses Becken leer zu räumen. Und ja, der Tag endete dann in der Notaufnahme. Also genau, also auch so Sachen, so eine Idee wie irgendwie dann Steine abkochen oder sowas auf gar keinen Fall machen. Also das ist eine schlechte Idee. Ansonsten können sich einige Zoanthos schon auch ganz gut vermehren. Das vielleicht noch bedenken bei der Platzierung im Aquarium. Vielleicht sich eben auch so einen Stein nehmen, der so ein bisschen vom Riffaufbau entfernt ist, der dann ruhig schön überwachsen kann. Aber dass man das auch so ein bisschen kontrollieren kann, dass das nicht jetzt irgendwie sich im ganzen Riff dann mal eine Art durchsetzt oder so. Fütterung wäre vielleicht mal interessant, weil eben die Zoanthos halt relativ kleine Tentakel und Mundöffnungen haben. Also die mögen vor allem sehr feines Futter, also Staubfutter und gelöste Sachen. Also zum Beispiel Aminosäuren oder so sind halt für Zoanthos ideal. Wo sie auch noch sehr empfindlich sind, was mir gerade noch einfällt, ist teilweise sehr hohe Temperaturen. Also es ist eine von den Korallen, die sehr gut auch mit niedrigen Temperaturen zurechtkommt, die aber zum Teil auch schon Probleme bei, ja, so ab 26 Grad bereits durchaus schon Probleme bekommen kann, weil es einfach dann zu warm ist für viele. Und Sanitätsschwankungen. Genau, Temperatur und Sanitätsschwankungen, da sind die ein bisschen empfindlich. Also, ja. Ja, aber nun kommen wir vielleicht mal zu unseren Top 5, also unsere persönlichen Lieblinge, welche wir besonders toll finden. Ich würde einfach mal anfangen. Also eine ganz tolle ist die Zoanthos Rasta, die eben diese, ja, Rastafari-Farben hat in den drei Farben. Ich finde, das ist eine total schöne Zoanthos, wächst auch nicht so schnell. Also auch super für irgendwie Nanobecken. Von den Farben, ja, einmalig, relativ kleinpolypig und eine sehr schöne Farbe. Nummer 2 auf unserer Liste ist die Mambo Jumbo. Bei der finde ich vor allem, also das hat ja zum Beispiel die nächste Koralle, die wir euch dann, oder die übernächste Koralle, die wir euch vorstellen wollen, die Green Galaxy, die haben das beide. Die haben eben so einen Strich über die Mondscheibe und das sieht irgendwie aus wie so eine Galaxie. Aber das finde ich zum Beispiel bei diesem Mambo Jumbo halt auch so. Das sieht ein bisschen so aus wie eine Sonne oder ein Planet oder so. Die wachsen relativ schnell. Und gut, also die sollte man zum Beispiel auch ein bisschen wenn man die jetzt nicht unbedingt im Riff haben will, wenn die sich da ausbreitet, auf einen extra Stein vielleicht setzen. Dann die nächste Zoanthos, die ich persönlich auch richtig schön finde und die wir auch bei uns im Büroaquarium haben, ist die Zoanthos Tiger's Blood. Kann gut sein, dass sie auch unter anderem Namen auf dem Markt vertreten ist. Sie hat eben wirklich ein richtig knalliges Rot und sieht richtig toll aus, auch gerade mit Blaulicht. Sehr schöne Zoanthos. Also ich finde einfach, weil dieses Rot ist eben auch so selten, so ein kräftiges Rot im Aquarium nochmal zu haben. Auch als, sag ich mal, in pflegeleichter Form, ist wirklich schön. Ja, dann die nächste ist eben die Green Galaxy, die ich gerade schon angesprochen habe. Die hat eben auch diesen Strich und ich finde, bei der sieht es irgendwie immer so aus wie ein Auge. Also die finde ich auch echt toll. Gleiche Eigenschaft wie halt die Mambo Jumbo, wächst relativ gut, also ein bisschen vom Hauptriff weg. Pflegeleichte Zoanthos. Und auch recht große Polypen, ne, vergleichsweise so. Und zu guter Letzt die Sunny D in strahlenden, sonnigen Gelb. Ist auch eine sehr beliebte Zoanthos, also wird bei uns auch sehr viel bestellt. Kann ich auch verstehen, dass das eben auch wieder die Farbe, die das einfach macht, ist eine gelbe Koralle. Eine gelbe, pflegeleichte Koralle ist einfach auch sehr, selten, nach wie vor doch recht selten in der Aquaristik. Ja, das waren unsere Top 5 Zoanthos. Wir hoffen, es war vielleicht auch eine für dich dabei, die dir gefällt. In der Videobeschreibung haben wir natürlich auch nochmal die Zoanthos verlinkt bei uns im Shop. Also da kannst du ja mal stöbern, was wir da gerade alles so im Angebot haben. Und ansonsten schreib uns gerne, was du dir noch für Top 5 Vorstellungen wünschst. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.